Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo. Heute wieder mit Fachtierärztin für Fische, Dr. Medved Sandra Lechleiter. Wann hast du eigentlich promoviert, in welchem Jahr? Oh Mann, das ist jetzt wieder so eine unerwartete Frage. Lass mich mal überlegen. Meine Promotion, also Abschluss mit Verteidigung der Arbeit, war 1991. Oh. Genau. Da war ich frisch geboren. Was war das Thema deiner Promotion, Doktorarbeit? Das Hypoglykämie-Syndrom der Zwerghundrassen, eine immunhistochemische Darstellung der somatotropen Hypophyse. Sei still. Weil ich mir nachher vorwürfe, wenn ich es mir nicht merken kann. Nein, Spaß. Nein, ich kann dir aber so ein Ding ruhig mal rüberschicken, wenn du sie lesen willst. Es ist eine neuropathologische Arbeit, ach, wo es jetzt auch um die Hypophyse ging, die Hirnanhangsdrüse, die wir übrigens zum Ableichen brauchen. Ich beschäftige mich mehr mit meiner Amygdala, meinem Wachhund im Schädel. Was ist das da? Das sind Kiemenwürmer. Dactylogyrus? Dactylogyrus, genau. Die sind lebendgebärmt, gell? Das sind die Eierlegenden. Und hier siehst du auch eine Larve. Also die legen Eier, aus denen schlüpfen die Larven. Die Larven wandern über die Haut. Und wegen den Eiern, weil die Eier legen, muss man sie zweimal behandeln? Ja, meistens sogar öfter, denn die Eier sind ziemlich, also die werden von den Behandlungen eh nicht erfasst. Gibt es einen Teich, wo eine bestimmte, also ich sage jetzt mal unsere vier Dactylogyrus, Gyrodactylus, Trichodina, Costia, was haben wir noch? Chelodonella, Ichthyo. Und das war's, mehr oder minder. Wenn ich jetzt, weil das Thema haben wir jetzt schon lange nicht mehr besprochen, aber ich kaufe mir jetzt von fünf Händler Koi, pfeffer die da rein. Genau. Wenn ich Glück habe, geht der Teich bakteriell oder viral nicht hoch, jetzt ist das alles in Ordnung. Parasitär werde ich ja dann so einen wilden Kindergarten haben, ja, wo eigentlich alle Parasiten irgendwo vorhanden sein werden. Ist es theoretisch möglich, ich bin im Innenraum, es kommen keine Flugtiere, keine Ratten, die vorher beim Nachbarn, es kommt nichts an den Teich. Ist es möglich, unter perfekter Haltung, und wenn ich die einmal durchbehandle, dass die Parasiten alle weg sind, dass ich die ausrotte, dass also nie wieder welche zu finden sind? Mit einer Behandlung sicher nicht. Mit mehreren Behandlungen kann man Anlagen tatsächlich parasitenfrei machen. Frei. Frei? Nada. Nada? Niente. Aber dann darf auch nie wieder irgendwas dazukommen. Das meine ich. Genau. Das wäre durchaus möglich. Das geht und das wird ja bei verschiedenen anderen Fischen auch so gehandhabt. Aber wehe, es kommt was, wenn ein Fisch jahrelang keinerlei Kontakt mit irgendwelchen Parasiten hatte, dann ist alles, was kommt, eine volle Katastrophe. Also es ist wie mit den Teichen, wo jahrelang nichts zugesetzt wurde, mit viral, bakteriell, also mit, auf Parasiten trifft das auch zu. Auf jeden dass Fall. Ein Koi, der eine gewisse Menge an Kiemen und Hautsaugwürmern kennt, dass der einfach ganz anders damit umgeht. Das Immunsystem fährt auch gegen diese Art von Eindringling zurück und kann sich erstmal nicht mehr dagegen wehren. Ja. Und ist dann gefundenes Fressen. Genau, das Immunsystem vergisst, dass es solche Erreger gibt, weil das ist ja, der Körper muss ja aushalten. Weil ein Koi dumm ist oder was? Warum vergisst diese? Sag wirklich? Ja, das ist eine Frage des Haushaltens. Die Produktion von Immunzellen kostet ja Energie und wenn nichts da ist, wozu Immunzellen also produzieren? Also am Ende das Gleiche wie, wir müssen eine Impfung, egal gegen was, müssen wir auffrischen, weil das Immunsystem irgendwann mal wieder vergessen hatte. Hallo, genau. Da war das mit dem Wundstarkrampf oder mit dem Masern oder Mumps oder... Ganz genau, so ist es auch. Und so, also letztens habe ich einen Artikel gelesen, dass Küssen ist wie eine Schluckimpfung. Das hat so ein Professor geschrieben, Küssen ist wie eine Schluckimpfung. Ich habe dann zu Sascha gesagt, Sascha, impfen wir uns jetzt? Der ist aus dem Büro gerannt. Ja, am Ende er mit der Impfung. Ja, genau. Sascha, komm zu mir. Ich tue Gutes. Also es ist mit Parasiten genau wie mit Viren, wie mit Bakterien, wie mit allem anderen. Ganz genau. Und die Parasiten sind wichtige Informanten. Wenn da ein, zwei Würmchen... Spione oder Informanten?
Er war schlecht. Das ist ja er war schlecht. Das ist das Gleiche. Es ist ja eigentlich sozusagen alles so Geheimdienst, egal ob Spion oder Informant. Aber für uns sind sie Informanten, um zu wissen, wie geht es den Tieren? Hatten sie Stress? So wie man jetzt zum Beispiel nach Behandlungen auch manchmal plötzlich Kostja auf ein paar Fischen findet. Das ist in 2 Tagen dann wieder vorbei. Und genauso sind auch diese Kiemenwürmer und Hautsaugwürmer fast nicht auszurotten, sagen wir es mal so. Aber sollten ja dann auch nicht, wenn ich deiner, nein. deiner These folgen darf. Zu einer Behandlung gehört für mich immer auch eine Symptomatik. Ohne Symptome keine Behandlung. Wir machen nichts von vornherein, damit wir was ins Wasser gekippt haben oder damit was geschehen ist, sondern wir sparen diese Wirkstoffe für die Fälle, wo es wirklich erforderlich ist. Aber wir haben es ja in einem vorangegangenen Blog mal mit Antibiotika, dass das weniger wurde, hast du gemeint, ja, in gewissen Kreisen wird es immer noch unter der Ladentheke gehandelt. Ich habe allerdings auch das Gefühl, dass die Hysterie und die Menge der Behandlungen gegen Parasiten deutlich, sehr deutlich nachgelassen hat. Vielleicht bin ich da auch auf einer Insel hier, aber früher gab es viele, die haben im Frühjahr und im Herbst ihre prophylaktische Behandlung gemacht. Da kenne ich eigentlich kaum mehr jemanden. Ich kenne natürlich noch viele Leute und das empfehle ich auch, im Frühjahr und im Herbst einen Tierarzt natürlich mal kommen zu lassen, mal drüber zu schauen. Das ist eigentlich das beste Geschenk, was Sie Ihren Koi und sich machen können. Vorbeugen ist besser als heilen. Ihre Sommerapotheke. Nein. Ja, es ist. Aber ist es weniger geworden? Ich denke, in meinem Wirkungskreis schon, weil die Leute natürlich sehen, dass es nicht nur um Parasiten geht, sondern genau wie wenn du auch an den Teich kommst, man sieht die Kondition von den Fischen, man schaut sich die Wasserqualität an. Lauter so Sachen, die man vielleicht, wenn man jeden Tag ins Wasser guckt, nicht so leicht erkennt, wie wenn jemand von außen drauf schaut. Und ich glaube auch, dass nicht mehr ganz so wild gemischt wird. Vielleicht einfach deshalb, weil es immer weniger Koi-Händler gibt und da eine gewisse Veränderung auf dem Gebiet stattfindet. Aber also viele Leute verhalten sich auch wesentlich vernünftiger. Und man muss auch sagen, mit den Parasiten, was man nicht vergessen darf, wir haben es mit Zuchttieren zu tun, wir haben es mit Blutlinien zu tun. Wir haben es mit Blutlinien zu tun, die man zwar untereinander immer noch, weil es Koi sind, mischen kann, aber wir haben es vorher gehabt, was für Eigenarten in der Zucht man ausprägt, was für Gene auf der einen Seite verdichtet werden, was auf der anderen Seite aber auch für Persönlichkeiten rauskommen, die außergewöhnlich sind. Auch mit dem Immunsystem, mit der Gesundheit, ja, da gibt es von Koi-Blutlinie zu Koi-Blutlinie gigantische Unterschiede. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie jetzt ein Koi XY aus der Zucht Z haben und der schwimmt bei Ihnen im Teich, das kann sein, dass das ein Träger für Gyrodactylus oder Dactylogyrus ist, die Sie dort immer finden. Wenn Sie morgen behandeln, ist der übermorgen wieder voll, weil das Immunsystem eben genau an der Stelle einen Fehler hat und das nicht funktioniert. Aber das wollen Sie Ihren anderen Koi nicht zumuten. Witzigerweise arrangieren sich aber auch diese Koi mit dieser Vielzahl an Gyrodactylus und Dactylogyrus in dem Fall ohne Probleme. Die können alt werden, können hervorragend wachsen. Also da gibt es wohl auch noch mehrere Strategien in der Natur und nicht nur das eine. Und von daher, man muss das ein bisschen differenziert sehen. Ich habe früher immer gesagt, man sollte beim Parasitenabstrich, sollte man den schwächsten Koi im Teich nehmen, aber sollte man nicht. Man sollte vielleicht den schwächsten und den stärksten und einen aus der Mitte nehmen, dass man wirklich einen Querschnitt über alle bekommt. Ja. Und wenn der in der Mitte und der stärkste, wenn die nichts haben und der schwächste ein bisschen was, dann ist das immer noch lang kein Grund. Nein, so ist es. Und es gibt eben auch zahllose andere Möglichkeiten für Springen, Scheuern und knallrote Haut kriegen. Ich springe zum Beispiel, wenn Arbeit kommt, und zwar schnell. Und wenn ich was nicht weiß, dann scheue ich mich. Nein. Wie ist es eigentlich geworden mit den 2 kurzen Themen noch? Punkt 1, nachdem Praziquantel und das alles nicht mehr irgendwie so leicht verkauft werden durfte, gab es da jetzt Probleme oder hat sich das wie immer eingespielt und viel Lärm um nichts?
Ach, sagen wir es mal so, für viele Leute ist es schwieriger geworden, einfach so diese prophylaktischen Kuren durchzuziehen. Natürlich gibt es immer noch Produkte, die man aus dem Ausland kriegen kann, die hier eigentlich nicht verkehrsfähig sind, aber eingesetzt werden. Aber ich habe schon den Eindruck, die viel Praziquantel verwendet haben, sehen, dass auch gegen Praziquantel gewisse Resistenz entstehen kann. Also Würmer können tatsächlich gegen sehr viele verschiedene Mittel Resistenzen erzeugen. Und von ein wehrhafter Wurm. Ja, absolut. Also die sind nicht umsonst sozusagen. Na, irgendwie sind sie ja durch die Evolution gekommen. Richtig. Die haben die Dinosaurier überlebt. Jetzt kommen wir mit Praziquantel und können Spaß. Ja. Aber auch das ist ein Grund natürlich, warum ich persönlich bei diesen Wurmkuren absolut gegen Prophylaxe bin, sondern nur behandeln möchte, wenn tatsächlich was da ist und Symptome vorhanden sind. Nächste Frage, es gab dann auch nochmal so einen Aufschrei wegen neuen Gesetzen bezüglich Antibiotika, wie ist das? Hat sich da was ergeben? Ist das abgewehrt? Oder? Na, das neue Tierarzneimittelgesetz ist jetzt in der Lesung im Bundesrat. Da können die Länder sich noch mal mit befassen, aber wir haben tatsächlich ab 2027 auch eine Aufzeichnungspflicht für Nutzfische. Also jedes Tier, das behandelt wird und die Menge soll dokumentiert werden und wird EU-weit erfasst. Und gilt Zierfische? Auch für Hund und Katze, aber eben im Moment noch nicht oder im Moment nicht für Zierfische. Okay, letzte Frage. KHV in Deutschland nach wie vor anzeigepflichtig oder nur meldepflichtig? Diese Frage kann ich dir noch nicht beantworten, weil Deutschland sich da noch nicht abschließend aufgestellt hat. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt, aber ich weiß von meinen Kolleginnen, dass die ersten KHV-Fälle schon stattgefunden haben dieses Jahr. Und das wird dann eben je nach Veterinäramt unterschiedlich gehandhabt. Ich gehe aber davon aus, dass es für Händler nach wie vor so sein wird, dass wenn KHV auftritt, der Betrieb gesperrt wird. Also, Sie sehen, ich habe das nicht gewusst, sie weiß es auch nicht wirklich, aber bei uns wird nach wie vor jedes Shipment verprobt innerhalb der Zeit, absolut, wo man verproben sollte, dass man eine möglichst hohe Chance hat, dass, falls das KHV-Virus zugegen ist, dass man es auch detektiert, dass man es auch findet in den Tests. Wir machen das nach wie vor mit Tauros in Bielefeld. Und 3 Wochen Quarantäne. So. Weil auch ein Labortest ersetzt nicht eine gewisse Beobachtungszeit. Das ist so. Also, in diesem Sinne bedanke ich mich, Sandra, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.